So sieht es aus, wenn es läuft und es wird stärker. Wenn dann die Sonne da die dementsprechend rauskommt, dann wird die Fontäne noch größer. Aber zurzeit haben wir wolkenbedeckter Himmel über mir. Also wenn ihr mir das nicht glaubt, dann werde ich euch das mal zeigen, dass hier alles voll Wolke hängt. Die Sonne ist irgendwo dazwischen, genau da irgendwo. Und wenn da jetzt ist die Sonne wieder stärker da und jetzt fängt er an hier Halligalli zu machen und wird auch wieder schwächer, wenn die Sonne weggeht. Also der stellt es dann dementsprechend, wie halt gerade das Lichtverhältnisse sind, um Energie zu tanken, wirkt sich das auf die Pumpe aus. Ihr seht, jetzt kommt wieder mehr. Das ist ein kleines Biotop hier, was wir hier haben. Also es ist kein riesiger Teich. Also beim riesigen Teich sieht es natürlich dementsprechend noch besser aus und auch die Vögel können da besser baden und sich duschen da während der Zeit. Und es hält auch den Teich fern von Algenbefall und Schlick und so weiter, weil durch diese Umwälzerei hat das alles eine bessere Wirkung. Und ihr seht hier, das Ding hat wirklich Power, wenn es mal richtig Energie kriegt von der Sonne. Da läuft die Pumpe bald heiß, ja, aber wie gesagt, das ist ja wird alles gekühlt durchs Wasser, kann ja nichts heiß laufen. Ja. Schön, gell? Also wenn ihr einen größeren Teich habt, ist das natürlich dementsprechend wirkungsvoller. Wir haben das jetzt uns zugelegt, weil damit wir diese Algen und das herauskriegen aus dem Teich und nicht alles so zuschlickt und auch dass das Wasser nicht so schnell umfällt und anfängt zu stinken. Durch diese Pumpe passiert das nicht mehr. Und ihr seht hier, die hat wirklich ihre durch die Sonne jetzt, wo jetzt voll strahlt, wirklich Power. Also kommt schon was rüber. Wenn man ein bisschen weiter weg, dann sieht er das vielleicht noch besser. So. Also es hat schon seine Wirkung. Schön, gell? Und Vögel können drauf landen und Dusche und auch Wasser trinken. Also jetzt gefällt, jetzt kommt wieder der Effekt, dass wieder die Sonne verschwindet hinter den Wolken. Schöner Effekt, zeigt dann das alles viel besser. Und jo. Das hat auch ein Schutzgitter unten drunter, wie gesagt, damit auch keine kleinen Fische oder Molche oder dergleichen angezogen werden, hält das alles viel besser von der Pumpe entfernt. Also es hat auch keine Batterie, wo irgendwas speist, damit es weiter machen kann in der Nacht. Nein, diese Energie, wo die Solarzellen aufnehmen, werden sofort an die Pumpe weitergeben. Schön, ja. Das hat irgendwie schon seine Identität. Schöner Effekt, mal viel, mal wenig, ja. Ich finde es goldig. Also, das wäre das gewesen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder, wenn ich euch wieder was Neues vorstelle. Bis bald. Tschüss.